Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber 2 Kampagne hier bei Heisenberg. Zack, so unser Marmorzug ist unterwegs. Der soll, ja, Steine bringen, Marmor bringen, hier für den Palast. Prunk ist, glaube ich, schon unterwegs. Das haben wir, glaube ich, angeleiert. Jawohl, hier hinten haben wir Prunk. Das ist auch mit dem Zug gemacht. Jawohl, passt gut. Haben wir das eh schon geschafft, dass das hier weg ist? Wahrscheinlich ja. Ja gut, dann bleibt noch Kollege Marmor. Der Zug ist neu, wir steigen ein. So, und fahren natürlich noch ein bisschen mit. Eine relativ schöne Strecke, so, ja, so schön die halt sein kann. Wir haben ja nicht allzu viel, da halt eben die Kampagne ist. Aber nett ist es ja trotzdem, so ein bisschen mit der Dampflok unterwegs. Das kann nie falsch sein, würde ich mal behaupten. So, mal gucken, ob wir da hinten schon Marmor kriegen. Ich gehe mal davon aus. Tag, Kollege. So, gehen wir wieder runter. Ja, die Sicht so. Die ist ein bisschen, ja, entweder haben wir Rauch im Gesicht oder wir sehen nichts. Machen wir mal den. Moment, ich gehe natürlich noch mal ein bisschen zurück. So, dann haben wir hier die Führerstandsmitfahrt. Aber eben, ja, das haben wir schon rausgefunden. Das bringt dann doch nicht so viel. Bei diesem kleinen Kuckloch, das der Kollege hat. Naja. So, wieder raus. Und dann müssen wir dann bald angekommen sein. In Siebenbürgen hieß es ja. Von dort kriegen wir das Marmor. Oder den Marmor. Nicht das Marmor, Herr Eisenberg. Wir sind hier beim Hochdeutschen. So, also. Cool, Tender. Ja, das ist halt sowieso, ich weiß auch nicht, diese Dampflokomotiven, ich liebe diese Tender. Vor allem, wenn sich die noch irgendwie selber bewegen. Also sprich, wenn die, wie soll ich sagen, nicht fix hinten dran sind, sondern irgendwie so, dass, ja genau, er macht's gerade. Also, oder sind die alle so? Das könnte ja auch sein, dass das im Prinzip Wagen sind. Dass das in dem Sinn ja gar nicht zur Lokomotive gehört. Sehe ich das richtig? Ist eigentlich das hier vorne, die Lokomotive, und der Tender ist separat? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich frage euch. Euch als Fachmann und Fachfrau. Gut. Angekommen. Man reiche uns Marmor. Nö. Kein Marmor. Der Wagen ist schon der richtige. Du bist auch das Marmorteil. Jawohl. Produktion, Versand 0. Aha, da klappt noch was nicht. Haben wir hier vorne die LKW schon? Ich neige immer dazu, die LKWs zu vergessen. Ich glaube nicht. Da oben sehen wir aber, Moment. Ne, das sind Steine. Jawohl, okay, wir brauchen noch LKWs, die Marmor transportieren. Und zwar auf der Linie, die wir hier haben. Haben wir das nicht sowieso? Dadurch, dass wir hier eh schon LKWs haben. Man, lass mich mal kurz die Linien betrachten. Linien, das Auge bitte schön. Dann gehen wir mal hier runter. Kunststoff-LKW. Ne, da ist eigentlich nichts unterwegs zum Palast. Gut, da müssen wir das tatsächlich noch anleiern. Dann leiern wir mal. Also, wir bauen eine neue Linie. Von hier zum Palast hier vorne. Genau, das wäre hier unten. Zack, passt. Und das ist dann Marmor-LKW. Bukarest. Ne, Marmor-Palast, dann wissen wir es. Genau. Marmor-LKW. Palast, und der ist in Bukarest, also von daher, das würde passen. Ich nehme an, wir haben irgendwo ein Depot. Wo haben wir das denn genau? das ist ein Zugdepot. Das war, glaube ich, eher hier vorne. Genau, hier war es. Fahrzeug kaufen. Jetzt irgendjemand, der Marmor transportieren kann. Ja, das wäre er hier. Machen wir mal zwei Stück. Viel mehr brauchen wir nicht, weil der Zug hat natürlich auch noch einen gewissen Weg. Und dann haben wir hier. Nichts, was wir brauchen. Wo haben wir denn, Kollege Marmor? Da. Zack. Gleich mal gucken gehen. Und warum nicht einsteigen? Weil wir haben die Zeit. Was soll's. Schön hier. Ja, Kollege vor Ort. So ein bisschen die Agglomeration von Bukarest. Ja, sieht aus wie überall in der Agglomeration. Halt einfach relativ klein. Schmuck da mit Gartenlaube. Ja, hier könnte man einziehen. Schön mit Apfelbäumen da hinten noch. Wunderbar. So, da geht gerade die Schranke. Ne, die geht nicht runter. Da hinten fährt der Zug. Das ist eh unser Werkzeug. Unser Marmorzug, der da lang ist. Hier das Depot. Da sage ich nicht umsonst immer wieder. Die sehen einfach cool aus, die Teile. Davon kann man eigentlich wirklich nie genug haben. Also zumindest nicht, wenn man Schönbau betreibt. Das ist so ein schönes Gebäude. Schön Backstein. Nett. So. Tag, Kollege. Wo fahren wir hin? Wir fahren Bukarest Ostbezirk neben. Ach, okay. Wir fahren zuerst mal hier rein. Hier haben wir aber noch nichts. Weil jetzt müssen wir nochmal zurückdüsen. Aber jetzt, wo wir die LKWs haben. Jetzt, wo wir eigentlich die Linie sozusagen geschlossen haben. Da müsste hier hinten... Ja, man sieht's. Da haben wir zumindest siebenmal
Marmor. Okay, Kollege. Spute dich. Wir machen schneller. Mal gucken, ob es dann noch weitergeht. Eigentlich wäre dann alles da, was sie brauchen, um den Palast fertig zu bauen. Deswegen würde ich sagen, wir gucken mal, dass wir dann hier irgendwie, dass wir irgendwie hier sind, wenn die letzten Marmorteile ankommen. Einfach damit wir sehen, was passiert. Wird hier tatsächlich gebaut? Ich nehme es mal an. Also man sieht ja, dass gebaut wird. Ich meine, dass der Palast dann fertiggestellt wird. So, dass wir das eben sehen können. Hier ist alles schon bereit für die feierliche Eröffnung. Sieht nett aus. Vor allem, wenn man so guckt. Ich weiß, ich um meine Tribünen. Aber wenn man doch jetzt so guckt, das könnte auch ein anderes Spiel sein. Das ist jetzt nicht unbedingt Transportfieber, so wie ich mir das vorstelle. Das ist genau das Coole. Hinten, ja, die Wohnsilos, das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Nett. Gut. Wie sieht's aus, Kollege Zug? Bist du schon wieder auf dem Rückweg? Das ist der falsche. Hier kommt unserer. Daher geschossen wie eine Rakete. Wusch. Ja, der hat da ein bisschen was hat er geladen. So, diesmal rein. Das müsste dann hier rüber geschubst werden, das Ganze. Jawohl, hier unten haben wir es. Wie viel haben wir denn? Marmor. 24, doch immerhin. Okay, 200 müssen wir liefern. Das dauert natürlich ein Momentchen. Aber je mehr der jetzt fährt, desto mehr wird er hier hinten auch bekommen. Jetzt sind wir schon bei 28, okay. Haben wir sonst noch was? Habe ich irgendwie vielleicht ein Fragezeichen oder so vergessen? Nö, nicht wirklich. Ansonsten, der Bahnhof. Oh lala, okay, da könnten wir natürlich noch ein bisschen was machen, dass wir noch ein bisschen Geld verdienen. Ich weiß nicht, ob die Mission nachher durch ist, wenn wir den Palast fertig haben. Und ich möchte nicht verpassen, wie sie den Palast bauen. Aber ich würde sagen, hier gönnen wir uns doch nochmal schnell ein zweites Gleis und klonen den anderen Zug noch. Ganz einfach, weil, ja, sonst, das ist ja nicht nett, wenn die Leute hier sich die Füße platt stehen. Das muss ja nicht sein. Ach, das ist da schon zweigleisig. Okay, perfekt. Machen wir das noch so. Jetzt muss ich schnell gucken, jetzt muss natürlich dieses Signal hier weichen, weil es nicht mehr eingleisig ist. Dann kommt ein neues Signal hin. Upsa, da, das wäre hier. Und das geht bis hier runter. Das ist eigentlich sinnfrei. Okay, aber ich mache es jetzt trotzdem, weil der Zug ist wahrscheinlich länger. Ja, nicht mal unbedingt. Passt. So, wir verwalten. Wir haben noch ein bisschen Geld. Das heißt, du wirst geklont. Und dann müssen wir hier eigentlich Herr der Dinge werden. Jetzt ist halt die Frage, wo war das Depot? Hier hinten. So, hier kommt nämlich der Zug natürlich raus. Sauber. Passt. Gut, dann hätten wir das auch gemacht. Wie sieht's aus mit den Bussen? Das ist, glaube ich, hier soweit okay. Hier unten auch. Wie sieht es hier aus mit dem Prunk? Ja, da könnte man bald nochmal einen Zug installieren. Welcher ist es? Bist du der Prunkzug? Direkt? Ne, das ist er natürlich nicht. Der hier? Ja, 72 von 72. Könnte man hier vielleicht noch ein, zwei Wagen hinzufügen? Das könnten wir uns mal schnell ansehen. Mittelmäßig. Ja, ich würde trotzdem. Cargo. Machen wir mal nochmal. Ein, zwei. Sind wir immer noch bei mittelmäßig, ist okay. Dann haben wir aber eine Kapazität von 108. Das gefällt mir eigentlich besser. Ändern wir. Schnurz, schon ist der länger. So, das ist der Personenzug, das ist er nicht. Der andere hier unten, der gerade losgedüst ist, der hier. Der ist jetzt ein bisschen länger und kann ergo auch ein bisschen mehr transportieren. Sehr gut. Ansonsten 65, es wird langsam. Wie viel liegt hier rum? 18, das ist noch steigerungsbedürftig. Wir brauchen 35. Dann hätten wir nur noch eine Fahrt. Wo ist der Zug? Ja, der startet hier gerade. Sehr gut. Gezählt wird ja nicht, was wir hier abliefern am Bahnhof, sondern gezählt wird natürlich hier hinten. Da, wo die LKWs dann landen. Mhm. 30? Ja, es bessert. Mach mal nochmal 5. Jetzt noch 3. Das müsste ungefähr hinkommen. Guck mal, der Zug ist da hinten. Ja, ja, das reicht. Also vom Zug her reicht es. Natürlich müssen wir eben mit den LKWs dann den Rest noch... Also nicht den Rest, sondern eben das ganze Marmor dann. Den ganzen Marmor. Heißt eigentlich der oder das Marmor? Moment, auf Schweizerdeutsch. Ja, ich sag das jetzt nicht. Das klingt komisch. Egal, einigen wir uns auf... Ja, das Marmor. Was haben wir? Der Marmor? Ich weiß tatsächlich nicht, wie es auf Hochdeutsch heißt. Das ist bei uns einfach wahrscheinlich wieder anders. Ist jetzt aber auch egal. Wir haben schon 99 von 200. Ach, wir müssen sowieso 200 liefern. Ich bin bei 100 gewesen. Okay, dann reicht das hier noch nicht. Auch wenn wir hier 43 Einheiten dabei haben. Ja, dann müssen wir nochmal. Ob sich da lohnt, einen zweiten Zug zu installieren? Ich glaube es nicht.
Das ist, nee. Das kostet nur zu viel Geld. Wie sieht's eigentlich hier aus? Ja, wenn wir nicht investieren, also Züge kaufen, dann sind wir eigentlich im grünen Bereich. Funktioniert. So, Moment, ich muss mal nochmal kurz. Einfach so für die Seele. Jawohl, genau. Im richtigen Tempo die Züge. Unten kommt der andere daher. Schön. Die gute alte Zeit schon fast ein bisschen so. Wo die Züge halt tatsächlich noch mit Dampf etc. funktionierten. Wir haben zwar auch den ein oder anderen Elektrozug, also Elektrolok hier auf den Gleisen. Aber ja, die haben wir ja im Prinzip wieder geändert. Da hinten ist, glaube ich, ein Kollege. Weil die hier tatsächlich mehr Leistung haben. Gut, können wir wieder schneller stellen. Wie viel kriegen wir jetzt raus? 30. Ja, ist bessert. Wir nähern uns langsam. Haben wir sonst noch was, was wir tun könnten? Jetzt bersten hier dann doch langsam wieder die Bushaltestellen. Ja, bersten ist übertrieben. Hier hinten. Prunk-LKW, okay. Achso, der kommt hier an und muss mit dem LKW da runter. Ja, aber mit Prunk müssen wir nichts mehr machen. Das haben wir fertig. Das ist reine, wie soll ich sagen, ja, dass wir halt noch ein bisschen Geld verdienen können. So, jetzt, oh. Oh lala, jetzt haben wir es doch ein bisschen verpasst. Guck mal einer an. Es war noch nicht ganz fertig, der Palast. Ach, wie gut das aussieht. Aber er ist fast fertig. Okay, weil wir wahrscheinlich halt die Hälfte vom Marmor noch angeliefert haben. Und Kollege Prunk ist auch fertig. Ein schönes Teil. Also das muss man ja wirklich sagen. Der Kran hier, ja, der ist auch am Arbeiten. Und hier tatsächlich der Innenhof. Wie cool. Sogar tatsächlich noch mit Baustellensachen, weil es halt noch nicht ganz fertig ist. Das ist einfach schon nett. Gut, ich nehme mal an, wenn wir hier 200 haben, dann müsste das wahrscheinlich ganz fertig sein. Deswegen... Ja, verfolgen wir mal nochmal Kollege Zug. Marmor. 25. Ja, können wir laufen lassen. Die LKWs, das ist ja keine lange Strecke. Also, und wir haben auch nicht viel Verkehr. Die kommen hier relativ gut durch. Nach hier unten. Man sieht, da sind sie unterwegs. Ja, kann man so lassen. Wie sieht es hier hinten aus? Mit was wir kriegen? 39. Die werden gerade abgeholt. Jawohl, die passen alle rein. Perfekt. Ja, wir kommen langsam in den Bereich, wo es dann fertig ist hier. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es fertig ist oder ob es noch eine weitere Mission gibt. Werden wir sehen. Und sonst werden wir natürlich einfach die nächste dann anfangen. Das ist ja auch klar. So wie wir es halt bis jetzt immer gemacht haben. Mir gefällt dieser Palast. Sah der tatsächlich ungefähr so aus? Ist das wirklich dem Original nachempfunden? Wow. Ein Riesenteil. Ja, jetzt haben sie gar noch was abgerissen. Und die hier... Ich glaube mal, im richtigen Rumänien hätten die hier nicht lange ihr Häuschen gehabt. Also nicht so dicht am Palast dran, weil hier waren wahrscheinlich dann doch eher Militärleute unterwegs. Also ja, Soldaten, Militärleute nennt man hier und da auch tatsächlich Soldaten, genau. Gut. 173. Er fährt nochmal zurück. Jetzt ist aber die Frage, was liegt hier unten noch rum? 29. 12, ja, das wird immer noch nicht reichen. Ein Schub brauchen wir nochmal. Dann ist aber Feierabend. Jetzt liegen hier 35 Marmore rum. Marmörchen. Die werden vom Zug gebracht und dann mit den LKWs noch nachher hinten. Oh, jetzt war gerade ein Momentchen die Musik weg. Eieiei. Das ist in der Regel immer ein Zeichen, dass das Spiel dann demnächst mal abkachelt. Aha. Massen drängen darauf, ihre enthusiastische Freude angesichts dieser großartigen Leistung zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Organisiere einen Triumphzug für das Präsidentenpaar. Genau, wir haben ja noch die Limousine im Depot. Verbinde die markierten Zonen bei den Tribünen bei der Kanalbaustelle. Ölraffinerie. Stahlwerk. Aha, überall wird gefeiert. Und den Palast mit einer Autobahn und fahre die Strecke mit einer Limousine ab. Ach, wie cool ist das denn? Haben wir noch Geld? Ja, okay, wir verbinden das mit einer Autobahn. Ja, das mache ich gerne. Das ist, Autobahnbau ist cool. Wo haben wir sie denn? Hier hinten? Mittlere? Ja, machen wir eine fette. Ich würde sagen, das muss eine fette Autobahn geben. Und im Prinzip müssen wir hier einfach starten. Sehe ich das richtig? Müssen wir hier rüber. Machen mit M das Ganze noch so, dass die Schiffe trotzdem noch unten durchkommen. Dann fängt die hier an. Okay. Die Limousine, ich nehme an. Ja, wie lotsen wir die dann über die Autobahn? Ich nehme an. Ja, einfach, dass sie rauffahren, dass wir eine Buslinie machen. Und muss die in beide Richtungen sein? Das ist natürlich
wie soll ich sagen, die Autobahn, das ist nur eine Richtung. Ich denke, das reicht in eine Richtung. Tribünen verbinden, Tribünen abfahren. Ja, ja, das reicht in eine Richtung. Gut. Wo gehen wir hier lang? Ohne, dass wir allzu viele Konflikte haben. Ich schätze mal, wir müssten hier tatsächlich schon auf eine Brücke. Also, dann gerne irgendwie mit sowas. Zack, mal gucken, ob wir das anschließen können. Jawohl, das passt schon mal. Hier eine Kurve nach hier hinten, aber eigentlich gerne wieder runter. Besteht eigentlich keine Not, dass wir da irgendwie noch die Höhe behalten. Reicht das um die Tribüne? Ja, wir haben ja hier einen Kreis außenrum. Ich nehme an, die Autobahn muss tatsächlich einfach irgendwie hier so in den Kreis rein. Hm, nein, so geht es natürlich nicht. Moment, wir schieben ein bisschen. Werden da die Pfeiler nicht angepasst? Ich brauche nicht die Höhe. Moment, kann ich dich nochmal zurücksetzen? Zack, 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 zack. N? Jawohl, jetzt klappt es mit N. Jetzt klappt es wieder nicht mehr, weil der Pfeiler im Weg ist. Ja, machen wir hier halt eine Unterführung. Ja, aber ob das dann zählt? Sonst muss ich die Brücke hier nochmal kappen. Das kann es irgendwie auch nicht sein. Also wenn, dann gehen wir tatsächlich unten durch. So, ich nehme an, das reicht trotzdem. Zack, wie sieht es hier aus? Tribünen verbinden. Eine haben wir. Ach, jetzt haben wir hier noch die falsche Richtung. Das kann man beheben. Das ist relativ easy hier auf einen Zauberstab. Und dann geht das auch schon. Zauberstab wieder weg. Wir düsen mal hier lang. Hier vorne brauchen wir wahrscheinlich nochmal eine Brücke. Ist hier hinten noch was? Dort ist was und hier ist was. Und dann haben wir es, glaube ich, im Groben. Habe ich irgendwas noch vergessen hier hinten? Nein, es sind drei. Gut, also geht das hier weiter. Machen wir hier gleich nochmal eine Brücke. Autobahnbrücke, ahoi. Ist die zu wenig hoch? Echt jetzt? Okay, könnt ihr noch ein bisschen höher haben. Geht immer noch nicht. Ja, wegen den Pfeilern. Jetzt geht's. Zack. So, hier rein. Gleich nochmal zack. Schon wieder falsche Richtung. Na, hier auch noch. Dankeschön. So, das ist wie bei City Skylines tatsächlich. Das finde ich sehr gut, dass das noch hinzugefügt wurde. Das war, glaube ich, nicht von Anfang an dabei. Dass man tatsächlich einfach mit einem Klick die Richtung ändern kann. Das ist schon eine selige Erfindung. Nochmal eine Brücke. 300.000. Och, warum nicht? So, und hier drehen wir. Ja, da gibt es nochmal kurz einen Tunnel. Und jetzt hier rüberkommen. Das könnte interessant werden. Tribünen verbinden. Müssen wir hier irgendwie noch da rein? Da passiert noch nichts. Moment. Wir können ja mal gucken, ob wir das im Prinzip noch anschließen müssen. Ich weiß es nicht. Also, dass hier die Straße da rein muss, das können wir natürlich machen. Das sollte keine große Sache sein. So, jetzt kämen wir eigentlich da runter, wenn wir sollten. Läuft das Spiel? Jawohl. Eine von drei haben wir. Mache ich hier was falsch? Ich weiß es nicht. Ich baue es mal fertig. Und dann können wir immer noch gucken. Kollege Autobahn, hier warst du. Ja, im Prinzip hier einfach so raus. Das ist jetzt nicht irgendwie, wie soll ich sagen, ein typischer Autobahnbau, gebe ich zu. Vor allem, wir müssen dann hier wieder rüber. Da brauchen wir nochmal eine Brücke. Ja, dann gehen wir hier raus und gehen auf die Brücke rauf. Ich gucke mal schnell. Wenn wir hier wieder die Höhe haben, das wird jetzt ein bisschen was kosten. Jawohl. 2,6 Millionen, das mache ich aber, weil wir müssen da rüber. Hilft ja nichts. Nehmen wir hier rein. Oder vielleicht hier rein. Ne, da kommen sie nicht zurück. Oh, da muss ich aufpassen, weil eben, wir haben das Ganze ja nur in eine Richtung. Aber das klappt ja auch. Zack, hier lang, hier rauf. Müsste funktionieren. Und hier geht's da rein. Zack. Okay, Tribünen verbinden, das haben wir gemacht. Stimmt die Richtung? Jawohl, die stimmt. Und jetzt Tribünen abfahren. Wie genau müssen wir da dran vorbei? Also die Frage ist halt, reicht das hier mit dem mit der Limousine dran vorbei? Oder müssen wir tatsächlich hier runter? Ach, guck mal, ein Bus hier. Ach, nehmen die jetzt die Autobahn? Tatsächlich, das ist ja cool. Gut. Ja, wie nah müssen wir hier dran vorbei? Also müssen die tatsächlich vielleicht sogar hier durchfahren? Oder reicht es, wenn wir hier auf der Autobahn langfahren? Ich würde sagen, wir testen das ganz einfach mal in dem Sinn. Dass wir hier eine Bushaltestelle haben. Neue Linie. Okay,
Und dann düsen wir nach hier hinten. Haben wir hier auch irgendwo eine Bushaltestelle? Jawohl. Zack, passt. Aha, oder bist du keine Bushaltestelle? Eigentlich siehst du aus wie eine Bushaltestelle. Was gefällt dir denn nicht? Es konnten nicht alle Haltestellen verbunden werden. Müsste doch. Dann mal hier unten gucken. Und dort, dort lang und dann hier rauf, so wie die das mit dem Privatverkehr hier tatsächlich schon nutzen. Welche war es denn? Die hier hinten. Ach, okay, alles klar. Das ist natürlich keine Bushaltestelle. Nochmal raus. Welche war denn das jetzt hier? Ich kann es leider nicht lesen. Hier müsste doch eigentlich noch stehen, was das hier ist. Ostbezirk Nebengleis. Das ist die Schützenstraße. Die Schützenstraße hätte ich gerne. Ich mache das nochmal. Das ist ja sinnfrei. Wenn ich das... Zack, so. Jetzt hier. Moment. Hier rein. Ja, das stimmt immer noch nicht. Warum stimmt das denn nicht? Das ist doch jetzt aber eine Bushaltestelle. Ich dachte, ich hätte da den Güterdingens erwischt. Hier, Schützenstraße. Das ist, wenn wir hier gucken, eine Bushaltestelle. Wir fahren hier lang. Fahren hier rüber. Kommt der irgendwo dann nicht auf die Straße oder wo ist das Problem? Hier lang. Ja, dann macht er genau das, was er soll, nämlich hier abbiegen. Hier lang, hier rüber und hier, das ist auch eine Bushaltestelle. Es konnten nicht alle Haltestellen miteinander verbunden werden. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich sehe es nicht, was hier das Problem ist. Sie kommen nicht mehr zurück. Ich glaube, das ist tatsächlich das Problem. Die müssten irgendwie wieder zurückkommen. Muss ich jetzt die Autobahn tatsächlich in beide Richtungen bauen? Und das ohne diese Mod, dass man das parallel hat. Gibt es so eine Mod, die einem dabei hilft, wenn man parallel die Autobahn bauen will? Ja. Haben wir hier nicht. Ja gut, dann machen wir das mal. Ich guck mal. Wie kann ich das am besten machen? Wir können ja die Autobahn... Wir müssen ja nicht mal die ganzen Dinge zurück. Wir machen es anders. Moment. Wir verbinden einfach den Teil hier, dass wir eine Möglichkeit haben, wieder zurückzukommen. So, nach hier. Das müsste eigentlich reichen, denke ich. Vom Spiel her. So, hier gerne mit einer Brücke rüber. Jo. Und dann zack, gehen wir hier rein. Zack. Ja, bringt auch nichts. Okay, und sonst müssen wir mit Wegpunkten arbeiten. Wenn das auch nichts bringt. Linie. Auge. Linie 1. Zack, Linie verwalten. Da haben wir die Fehlermeldung. Was machen sie? Ja, sie fahren halt in dem Sinn. Oder wo wollen sie denn zurück? Wir brauchen hier einen Wegpunkt. Straße, Wegpunkt. Zack, auf der Seite geht nicht. Aha. Auf der Autobahn kann man keine Wegpunkte setzen. Sehe ich das richtig? Das ist aber irgendwie leicht doof. Das müsste doch gehen. Ich kriege hier keinen Wegpunkt hin. Wo kann ich den machen? Das geht überhaupt nicht. Hä, warum kann ich denn hier keinen Wegpunkt? Wegpunkt? Bin ich... Ach. Okay, Entschuldigung. Ja, es ist spät abends. Tut mir leid. Klar kann man einen Wegpunkt setzen, aber nicht für eine Straße, wenn man das Gleis an der Angel hat. Ah, Herr Eisenberg. Okay, eben. Ja, schon wieder viel zu wieder aufgenommen. Tut mir leid. Aber ist ja kein Ding. Ich habe es ja noch gemerkt. Den Wegpunkt haben wir. Wir brauchen eine Linie. Das wäre die hier. Und dann wollen wir hier, wenn wir zurückdüsen, nach... Nach Schützenstraße. Also, das wäre dann hier. Zack. Okay. Bringt auch nichts. Wird nicht genutzt. Sehe ich das richtig? Geh nochmal raus. Die fahren hier nicht lang. Hä? Das Ding läuft. Okay, also das gibt's doch nicht. Wo ist denn hier der Fehler? Habe ich Gleise gebaut? Wenn ich schon den Wegpunkt bei den Gleisen suche? Also das ist mir tatsächlich nicht ganz klar. Es konnten nicht alle Haltestellen miteinander verbunden werden. Aber man sieht doch, dass die Linie eingezeichnet ist. Ich gucke nochmal ganz genau. Also das ist hier Kollege Schützenstraße. Die fahren hier runter. Dann fahren sie hier rüber. Ich meine, das können sie. Sie müssen es nicht, aber sie können. Dann düsen sie hier lang und dann düsen sie auf die Autobahn rauf. Das geht doch. Dann düsen sie ja doch die Röhre durch, düsen nach hier vorne. Ich glaube, es liegt immer noch am Rückweg. Aber eigentlich habe ich jetzt eingezeichnet, sie sollen den Rückweg tatsächlich dort lang. Das machen sie aber nicht. Okay, also eigentlich klappt. Ich mache mal noch Folgendes. Ich weiß nicht, ob das was bringt.
Überlandstraße. Irgendwie da rein. Ja, okay. Bisschen kleiner den ganzen Spaß. Jetzt geht's. Okay, die konnten irgendwie hier nicht drehen und wieder zurück. Das ist interessant. Ja, jetzt klappt's doch. Jetzt haben wir die Linie. Passt. Und die Linie 1 wäre... ja, die Limo. Limo. Rundfahrt. Ja, genau. Rundfahrt. So, dann haben wir nach allen Viren haben wir es doch noch geschafft, dass wir die Linie haben. Inklusive einmal versuchen, einen Wegpunkt zu setzen für die Gleise auf der Straße. Da haben wir gelernt, das funktioniert nicht. Hätte ich vorher schon gewusst, ich habe es trotzdem noch mal kurz getestet. Und jetzt sehe ich, die Zeit ist leider vorüber. Das heißt, die Limo. Mitfahrt, die machen wir da beim nächsten Mal. Ich finde es aber erstaunlich, wie die Autobahn tatsächlich hier genutzt wird. Guck mal mit den LKWs. Ganz cool. Okay, danke fürs Zusehen. Dann hoffe ich, hat euch gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann mit der Limo hier über die Autobahn geht. Macht's gut, bis dann. Tschüss.